Wie viele Gruppen von vier Farben kann ich aus den Farben Blau, Gelb, Weiß, Rot, Orange und Grün zusammenstellen, ohne dass sich Farben wiederholen? Gruppen von vier Farben, also zum Beispiel nehme ich da Blau, dann Gelb, dann Weiß, dann Rot. Und eine andere Gruppe wäre zum Beispiel Gelb und Blau und Weiß und Rot. Also es kommt hier wieder auf die Position an. Wir reden von Permutationen, weil wir jede Farbe in ihrer Position unterscheiden. Wir haben jetzt also vier Plätze in diesen Gruppen. Eins, zwei, drei, vier Plätze. Und am ersten Platz, wie viele Farben können denn da stehen? Wie viele Farben sind es denn überhaupt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir haben sechs Farben. Das heißt, an dem ersten Platz hier, da können tatsächlich sechs verschiedene Farben stehen. Und da sich eine Farbe aber nicht wiederholen soll, können am zweiten Platz dann nur noch fünf verschiedene Farben stehen. Am dritten Platz können dann nur noch vier verschiedene Farben stehen und am vierten Platz nur noch drei verschiedene Farben stehen. Und die Zahl der möglichen Kombinationen beträgt dann 6 mal 5 mal 4 mal 3. 6 mal 5, das ist 30, 4 mal 3 ist 12. 30 mal 12 sind, das sind 360. 360 verschiedene Farbkombinationen sind das. Und dasselbe Ergebnis würde sich ergeben, wenn wir diese Formel n Fakultät durch n minus k Fakultät benutzen würden. Und das n wäre in diesem Fall hier, das ist die Zahl der Farben, also es gibt sechs verschiedene Farben. Das wäre also 6 Fakultät und das k ist die Zahl dieser Farben in einer Gruppe, also 4. Hier habe ich 6 minus 4, das heißt, das ist durch 2 Fakultät und 2 Fakultät ist gleich 2. Also rechne ich hier 6 Fakultät durch 2 und das ist nichts anderes als das, was hier schon steht, nämlich 3 mal 4 mal 5 mal 6, weil die erste 2, die hat sich ja mit dieser 2 da unten gekürzt.